Hi Leute. Ab heute, ab dem 16. Dezember, ist für alle Leute bei Xbox Live das Spiel Outlast kostenlos. Ich habe mir gedacht, ich lade es mal runter, zock das mal ein bisschen an, auch wenn es im Dunkeln einfach mehr Spaß macht zu zocken, aber versuchen das jetzt einfach mal bei Tageslicht. Die Musik ist etwas laut, wie ich gerade höre. Das kann ich hier so ein bisschen leiser stellen. So, Funktion. Auch mit der Musik. Musik. So, Bildempfindlichkeit, Untertitel anzeigen. Okay, lassen wir einfach mal drin. Anzeigen. Okay. Nochmal einen Tacken leiser. Dann gucken wir einfach mal, ob das jetzt soweit klappt. Und beginnen. Das Spiel. Normal. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte, Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Klingt ja auf jeden Fall sehr lustig. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Usbur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, die anderen Journalisten an Usbur, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive zu denken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Dann lasse ich mich mal überraschen. Ich weiß gar nicht, welches Outlast ich letztens angespielt habe. Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior. Encourage ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out as late tonight, you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leadville. Seems the Arabian Park Services will be spraying for an infestation of Box Eldorados. But they keep all that which is within doors between the hours of 10 and 3 in the afternoon. September 2013. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkov Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht, glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Tutoren fesseln etwas von Traumtherapie. Nein, Fasel etwas von Traumtherapie. Zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkov scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Okay, ich denke, ich muss da nochmal etwas genauer nachgehen.
jetzt habe ich meine Kamera, jetzt kann ich so ein bisschen Videos machen. Voila! Okay. Muss ich aber doch noch mal eben den Sound so ein kleines bisschen leiser stellen. Sonst versteht man mich ja gar nicht. Ich hoffe, man kann mich jetzt ein klein bisschen besser hören. Tutorial. Oh mein Gott, Leute, ey. Das ist echt krass. Ich habe letztens, glaube ich, den zweiten Teil angezockt. Ich meine, zwar der zweite Teil, der nämlich als Demo auch erhältlich ist. Alter, wenn ihr das in Surround 5.1 hört, im Dunkeln, das ist echt nicht so schwache Nerven. Ich muss jetzt hier erstmal gucken, wie ich lande. Ich muss ja noch ein bisschen Akku sparen. Drücke X, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte X gedrückt. Blablabla. Okay, wir haben mal ganz bereit zu machen. Muss ich denn jetzt schon was filmen? Ja. Entschuldigt, ich bin ein klein wenig erkältet. Wo kommen wir denn jetzt hier mal lang? Wo kommen wir denn hier? Wir gehen einfach mal auf das Massive Asylum zu hier. Gerade jemanden atmen gehört. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheiler scheint Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 vom Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wieder eröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt auf eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tragen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was auch immer aus diesem Ort heraus schlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihn das Genick bricht. Also hier stand doch gerade was von Rennen. Wo war das denn nochmal? Habe ich natürlich wieder nicht aufgehört. Ach, hier, ja, ja. Okay. Mount Massive Asylum. Da haben wir doch mal was. Türsprechanlage. Hier klingelt also der Pizzabote. Na, hier kommen wir nicht rein.
Okay. Gucken wir mal hier. Das sieht doch so aus, als wenn... Die Hocke gehen, okay. Das wissen wir. So. Ah. Man kriegt schon so leichte Gänsehaut, echt, wenn man hier so durchschweift. Gucken wir mal, ob wir hier durchkommen. Kommen wir auch nicht rein. Aha. Okay. Wir müssen ja ein bisschen Akku sparen bei diesem Camcorder, denn... Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand angezockt hat. Es ist ja so, wenn du in dunkle Bereiche reinkommst, dann hilft dir der Camcorder definitiv weiter, weil das wie so ein Nachtsichtgerät dann quasi fungiert. Deshalb will ich jetzt hier nicht den ganzen Akku verbrauchen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier hochspringen können. Können wir mal gucken. Okay. Perfekt. Drücke A, wenn du dich vorwärts drehst, um einen Absprung. Blablabla. Geronimo! Okay. Okay. Boah, Leute. Diese Musik, ne? Das ist echt schon so ein bisschen... Bisschen horrormäßig. Also der eine oder andere hat mit Sicherheit schon ein bisschen Angst. Nee, kann man nicht. Wenn ich jetzt da runterspringe, will ich tun. Und jetzt? Kein Fenster zum Aufmachen oder sowas? Die Tür war ja zu, da kommen wir nicht durch. Sonst ist ja hier auch keine andere Tür. Was übersehen? Das Fenster da oben, das sieht aus, als müsste man da durch. Kommen wir ja auch nicht weiter. Okay. Hier. Ne, hier ist geschlossen.